Dann geht's heute weiter mit FIFA 21 und wir machen weiter mit unserer kleinen Karriere. Los geht's. Nächstes Spiel ist mal gegen Lübeck, das habe ich jetzt schon in der Vorschau gesehen. Und da gehen wir mal durch. Wir stehen kurz vorm Aufstieg, es sind noch 12 Spiele. Wir haben jetzt 15 Zähler Vorsprung, das heißt, wir brauchen noch 7, wenn ich es richtig mitgerechnet, 7 gerechnet, 7 Siege, wenn ich gerechnet habe. Und dann sind wir schon mal aufgestiegen. Nach unten sind 22 Punkte bei noch 12 ausstehenden Spielen, es sind 36 zu holen. Ja, da brauchen wir sogar noch 4, 5 Siege, dann sind wir eigentlich sogar aufgestiegen. Na gut, aber wir gucken erstmal, dass wir das heute, also nicht heute, in den nächsten Tagen erreichen. So, letztes Spiel gegen Mannheim haben wir mal gewonnen, aber jetzt gereicht für die Niederlage aus dem Hinspiel. Wie gesagt, und jetzt ist Lübeck der nächste Gegner und da wollen wir natürlich gewinnen. Das ist glaube ich, meines Wissens der Tabellenletzte oder Vorletzte. 19. Vorletzte. Vorstell für die Kapitänsrolle. Nein, ich möchte gerade nicht irgendwem. So, okay, gehen wir rein. So, passt es vor allem. Lukas spielt nicht mehr Stamm. Also jetzt gerade zumindest nicht. Gut, okay, los geht's. Das dürfte jetzt auch ein Heimspiel sein. In Lübeck haben wir, glaube ich, knapp gewonnen. 3-2 oder so. Und das passt das auch. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn der hat ja im letzten Spiel einen Dreierpack erzielt. Klappt das heute auch wieder? Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Ja, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Handspiel liebe Zuschauer, zu einer gegen hoffentlich VfB. Spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase ist das so was wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Der Tabellenführer gegen 19. Das Team mit den meisten Toren gegen das Team mit den wenigsten Toren. Ich hätte ja nichts gegen ein spannendes Spiel. Auf dem Papier scheint es aber eher eine klare Angelegenheit zu werden. Mal schauen. Und mit der Nummer 19, so, das ist unsere Ausstellung. Einige fehlen uns immer noch klar, gesperrt bzw. verletzt. Aber damit müssen wir klarkommen. Damit müssen wir leben und wir haben ja genug Leute, die es können. So. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sehr gut verändert. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. So. Na gut, schauen wir mal, aber was heute. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Hier noch die auch schon von Lübeck. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an und werden also versuchen, das Mittelfeld zu gewinnen. So. Und dann ist jetzt auch Anstoß. Der FC Schalke 04. Das müsste jetzt Spieltag Nummer 27 sein, der uns heute ansteht. Genau, 27 müsste sein. Ja, 26 Spiele haben wir. Genau. Javairo Dilrosun. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Lücke finden. Wie gesagt, Hinspiel, glaube ich, auch nur irgendwie 3-2 oder so. Also. Das könnte die Chance werden. Ah, schöner Ball auf. Schönes Zuspiel hier. Ah, schade. Im eigenen 16er. Der Ball, der kam nicht durch. Das war gar nicht so schlecht. So, am Anfang schon mal zu zeigen, wie es lang geht. Ja, schön gemacht. Und jetzt Kamada. Macht er das Tor? Ja, macht so, er. Achte Minute 1-0. Das wird interessant hier.
Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Aber schön so rausgespielt. Kobylanski und Gavula und dann rein damit. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Na, nichts halten für den Keeper. Er konnte überhaupt nichts dran reagieren. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. So, Gambula, der hat jetzt auch schon 15 Tore. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Nummer 19, Gambula. Sie scheinen so sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut. Ah, gut. Kriegst du nochmal? Ne, krieg ich nicht. Jetzt ist es gefährlich. Aber erster Schock doch für Lübeck. Aber nur hat das Ding sicher. Ja, ich krieg mal immer noch ein bisschen zu viel Gegentore. Gefühlt zu viel Gegentore. Wir haben immer so Spiel so 3-2, 4-3 haben wir auch schon gehabt. 5-2 am ersten Spieltag. Also es sind viele Ergebnisse dabei. Aber gut. Kotscher ab. Und der passt, der Ball. Und da verlieren sie den Ball. Das war ein bisschen zu offensichtlich. Oder ein bisschen zu optimistisch gespielt. Die Russen. Kobylanski. Ja, der muss ja Moment warten wegen Abseits. Das ist aber keiner. Und jetzt der Schuss. Das ist das 2-0. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig an. Ja, da war auch, ja, steht er direkt vom Keeper da. Muss er rein. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Schöne Flanke von Krüger, der Ball noch. Da jubeln sie und da freuen sie sich natürlich über diesen 2-0. 21. Minute, sein 16. Saisontor. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Für den FC Schalke 04, die Nummer 19, Sever. Schön gespielt, schöner Gegner. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, wunderbar. Erstmal schon dem Gegner zeigen, ihr habt hier heute gar nichts zu holen. Da verlieren sie den Ball. Da kommt der Pass. Den spielt er steil. Oh, den spielt er super. Ah, den nimmt er auch super mit. Nach wie vor lebt diese Chance. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance. Und ja, und das wäre fast das 3-0 sogar noch gewesen. Aber da hat der Torhüter doch ein bisschen was dagegen. Ecke kommt in die Mitte. Ah, schade. Aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ball ist jetzt verloren. Ja, in den Konter reingespielt. Gucken. Ah, jetzt haben sie schon wieder ein bisschen die Vorteil verspielt. Aber doch nicht. Und er war hart ihn. Der kann natürlich nichts machen und es gibt Anschluss. Chance, aber das ist natürlich schwach. Ja, der war viel zu weit weg. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem. Ja, sie machen immer die Tore. Effektiv. Ja. Das war einfach. Schade. Holt sich die Flanke. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis. Ja, Ball ist erstmal weg. Schade. Sie verlieren den Ball. Tolles Zuspiel. Krüger. 3-0. Yes. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Da geht es ganz schnell. Ja, eben. Und der Treffer fällt. Wir haben genau vorne den Ball in der Vorwärtsführung verloren. Und dann konntest du ihn halt ausspielen. Ja,
Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Ja. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ja, schade. Ja, 3-0. Durchaus. Ballverlust. Sehr souverän, aber mal gucken, was halt noch geht. In der ich habe schon so Spieler auch ziemlich deutlich gefehlt, aber ich habe so ein 3-2 relativ schnell. Jetzt ist 4-0. Auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann macht er das super aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So. Ja, 4-0 direkt zur Pause, mal kurz auf jeden Fall gezeigt, dass es das was machen. 22. Saisontor, damit hat er gleich gezogen mit Platte. Der noch eine Weile verletzt fehlt und damit ist jetzt ist zur Pause schon dieses 4-0. Zur Pause schon entschieden, es steht 4-0. Das war eine einseitige Geschichte bislang, oder Buschen? Kann man so sagen. Die liegen klar vorne und wenn sie so weiterspielen, dann brennt nichts mehr an. So. Erst haben sie dort oben ziemlich deutlich die Führung. Und ja, der hat ja mein Spiel stehen gerade. 75 Minuten Mappen gegen Duisburg nur 0-0 und München-Magdeburg auch nur 0-0, aber das ist Halbzeit erst. Genauso wie hier auch. Und dann geht es jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr. Ich bin noch nicht so ganz wach. Also es dauert noch, wenn ich dann irgendwie halbwegs so mal mich warm laufe. Na gut. Ah, schön dazwischen gegangen. Ja, und der passt hier noch. Schalke jetzt über außen. So, mal gucken, ob einer kommt. Ah, schade, da rutscht er ein bisschen vorbei. Das wäre das nächste Tor gewesen fast. Und ich glaube, damit ist ah, der Russe, der verliert den Ball. Ja, das hat er. Glück gehabt. Okay, da habe ich keinen getroffen. Und zuerst was an. Das habe ich gelb geworden. Und wenn sich macht Lübeck auch mal was. Aber das verhindert der Keeper, Innenverteidiger dort. Da ist die Balleroberung. Aber der verliert den Ball und dann in den Ball, in den Angriff da gelaufen. Da ist die Chance. Und nächste Chance für Lübeck. Ja, Lübeck wird jetzt ein bisschen stärker. Ich denke, das Spiel trotzdem entschieden ist, aber. Super durchgesetzt. Und. Nee. Ja, jetzt machen wir zu viele Fehler da hinten drin. Jetzt machen wir ein bisschen zu viele Fehler da hinten drin, immer wieder. So, das gibt Gelb. Ach, Spiel noch. Ja. Ich wollte eigentlich schnell ausführen, weil ich dann genau ein bisschen Platz hätte. Gambula. Und Del Rosso. Hat er den zweimal, dreimal? Nein. Und Lübeck kriegt sich wieder befreit. Also es gefällt mir gerade so ein bisschen gar nicht. Hätte da hinten, dass sie so rausspielen können. Aber wir konnten es bisher souverän halten. Jetzt hat man. Oh, der. Ja, ja. Warum er da nicht den Vorteil laufen lässt. Sondern mit dem Angriff wegpfeift. Weil der war A frei durch da vorne und dann wäre es ein bisschen. Dann wäre es wirklich gewesen, vielleicht noch was zu machen. Jetzt. Genau. Die Gelegenheit für die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Ah, machen wir sie optimistisch. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Ne. Ja, wie gesagt, 70. Minute, wir führen immer noch 4-0. Und jetzt ist noch nichts passiert in der zweiten Halbzeit. Minuten zu spielen. Martin Röser.
Genau, gut gemacht, Kolasinac. Jetzt mal, endlich. Jetzt ist er wieder angelaufen. Ja, das ist abseits. Aber war das geplant eigentlich, dieser Ball? Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ich wollte da nicht querlegen zum mitgelaufenen Spieler, aber irgendwie wollte er den dann nach vorne bringen. Boland. So. Das war zu offensichtlich, den Ball zu spielen. Krüger, der Torschütze zum 4-0. Krüger. Und 5-0. Hat auch noch irgendwie einen Tor in der zweiten Halbzeit gemacht. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Schön da reingelaufen von Krüger. Und dann lässt Gamula durch und Große und macht das Tor. Und für ihn ist das Tor Nummer 5 in der Saison. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Sie haben die Favoritenrolle heute angenommen und sich entsprechend präsentiert. Ja, Aschimierung. Ja, aber das ist keine Verletzung jetzt irgendwie noch. Wobei der eigentlich auch mehr oder weniger notgedrungen da hinten in der auf der 6 spielt. Und dann schon. Das hat Renno gut verhindert. Große. Kriegt er den jetzt nochmal zurückgeholt? Ne, kriegt er nicht. Da geht auf der nächste Angriff. Da geht er dazwischen. Nur noch 4 Minuten in der regulären. Ah, da muss er jetzt einen Moment warten. Muss er das Ding abbrechen noch? Kolasinac, die Flanke kommt. Aber der Ball von Kubilanz geht nicht ins Tor. Das war schon die zweite solche Situation. Ja, der Ball kommt richtig gut, aber den hat er voll überhaupt nicht erwischt mit dem Fädel. So, jetzt gehen wir kurz wechseln. So. Gut rein, 3 Wechsel kurz ziehen. So, Minute 89 darfst du auch mal wechseln. So. Dann passt das soweit. Und das ist der Ballverlust. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Ah, schade, den dachte, den kriege ich noch durchgesteckt, aber irgendwie. Oh, doch, danach sitzt er Gamula. Wieder ein Angriff, den du mir wegfällst. Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Jo, passt. Der Gegner der Lübecker natürlich alles andere als glücklich. Da haben wir diese Niederlage, aber wir haben das Ding geholt. Wir haben uns 3 Punkte wieder zurückgeholt. Überhaupt 3 Punkte geholt. Passt. Nächster Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Den wir ja noch so schnell wie möglich zumachen wollen. Ja, viele Schritte zur Pause. 5-0 der Endstand dann am Ende. Passt. Bin zufrieden. Und ich war wieder vor allen Dingen gespielt zu 0. So. Weiter geht's. Ja, wir haben zwar weniger Ballbesitz, aber wir haben halt deutlich mehr draus gemacht. Und die anderen Spieler halt auch das Map-Spiel endet dann 0-0. So, gucken wir auf die Tabelle, sind momentan bei 18 Punkten, aber wir haben noch ein Spiel mehr. So, dann wollte ich sagen, wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Dann wäre das Spiel dann Nummer 28.